Jawohl, und das war der Ausgleich in der 61. Minute. In der 85. Minute erhöhten unsere Gäste auf 1:2. Neuer Spielstand zwischen dem FSV Malchin und dem 1. FC Neubrandenburg 1:2. In der 90. Minute erhöhten unsere Gäste auf 1:3. Neuer Spielstand zwischen dem FSV Malchin und dem 1. FC Neubrandenburg 1:3. Und das war damit gleichzeitig auch der Endstand.